bei, bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du dein Faun wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut, dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Schule, also, Arbeit. Woo! Hey, was ist mit dem Gepäck? Ich werde es euch nachschicken, gleich hey, morgen. Nein, nein, ich gehe nicht ohne... Wir haben keine Zeit mehr. Na los, Jacob, lass ihn an. Was ist denn? Ach, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Edge. Ja, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören, alle Beine! Shit. Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill. Chill, Alter. Verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Verdammt! Abigail, Mut. Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Ja, sicher. Wir bleiben drin. Guter Junge. Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir sollten einfach machen, was Chris uns gesagt hat. Aber klar, wen juckt es, was Chris uns vorschreibt? Er ist nicht unser Boss oder so. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Alter, fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Ja, klar.
Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Er wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Er macht sich einfach Sorgen um uns. Kein großes Ding. Okay, ja. Yeah. Nein, Party. Ich meinte nicht. Toll. Five, los, schlag ein, Ryan. Nö. Ey, sorry. Ich hab's versprochen. Alter, er erfährt's nie. Ich weiß nicht. Nein, Alter, wir checken's, okay? Du willst brav sein für Daddy. Ja, ist halt nicht jeder so scheiße. Oh. Wisst ihr? Ihr könnt machen, was ihr wollt. No. Ich mach, was Chris gesagt hat. Ryan, komm schon, Mann. Warte. Okay, Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's. Oh Mann, ey. Sturmfrei oder was? Eieiei. Oh wow. So, vergebliche Mühe. Jacob baute den Verteiler aus und aufgrund dessen... Ah, hier. Der Minivan sprang nicht an, daher konnten die Jugendlichen Hackett's Quarry nicht verlassen. Genau. Ich hab gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Lass sehen, was du hast. Die Mäßigkeit. Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit. Du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Ich kann dir noch mehr zeigen, wenn du willst. Darauf habe ich gehofft. Mein Fuß schläft ein. Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und suche nach meinen Karten. Mann! Oh Leute, warum hängt es? Ich heule gleich. Fest.
gestrandet, in der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber man gewöhnt sich daran, schätze ich. Komm schon. Wow. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Nö, du öffnest das. Na bitte! Und? Viola. Ihre Spange, Madame. Kannst du behalten. Gar nicht übel, oder? Ich mag Männer mit geschickten Händen. Ich heiße auch Mr. Magic Fingers. Nicht wirklich. Okay, also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Beep, 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 beep. Was wird das denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lame du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Ist aber verriegelt. Wäre auch zu einfach gewesen. Da ist bestimmt eine Waffe drin. Oh. Oh. Ha, ja. Jackpot. Hey, sieh nur meine Riesenmelone. Oh. Hier. Einfach ein Loch reinschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja, mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder, wobei, vielleicht auch doch. Okay, ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. Geht nicht auf. Harem Scarum? Beschädigte Andenken. Kapitel 2 Campladen. Diese Flugblätter bewerben einen Wanderzirkus namens Harem Scarum. Das Datum liegt über 6 Jahre zurück. Was immer diese Plakate auch in Chris Hacketts Besitz zu suchen haben, er muss wohl vergessen haben, dieses abzunehmen. Harem Scarum. Cool, cool. Scheiß. Oh, Jesus Christ. Junge, was soll denn das? Irgendwelche Wilden.
Sieht mir nicht aus, als gäbe es hier irgendwas. Können wir wieder zurück? Wo ist Jacob? Ich möchte nach Hause. Wetten, der erschreckt uns jetzt. Boah, ey, nee. Da mache ich sofort Schluss mit dem. Wieder. Das war das Harem Scarum. Harem Scarum. Hey yo, ich hab nichts gefunden. Wir können wieder gehen. Oh nö. Schade, Marmelade. Mann, es kann ja auch einfach mal alles friedlich bla 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 bleiben. Ich kann schon gar nicht mehr reden vor Aufregung. Können ja auch mal da reingehen. Gibt's da irgendwas Schönes? Vielleicht war das ja wichtig, das aufzudingsen. Dann können wir hier so reinrennen, auf der anderen Seite wieder rausrennen und so alles nach und nach zumachen. Wenn uns irgendwas verfolgt, ne? Oder das Viech kann uns von beiden Seiten dann angreifen und wir sind dann gefangen. Wo führt die wohl hin? Versperrt. Jacob! Sieh dir das an! Ich glaube, das ist die bessere Idee. Oh, also dann. Tür, halt dich fest, denn du triffst gleich auf deinen Meister. Let's go, boy. Meister der Türen. Ja. Nice. Impressive. Wow. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein. Er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gut. Sehe ich auch so. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom. Ich will mich umsehen. Wie du willst. Neugierig. Viel zu neugierig, Girl. Nicht gut. Schnüffeln die hier rum. Schnüffler. Ein bisschen Eis könnten die noch mitnehmen. Jacob, sieh mal hier. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay. Da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. Was? Zerfetztes Gepäck. Zerfetzte Wanderrucksäcke mit getrocknetem Blut. Besprenkelt. Das ist ein Bär? Ja, ja. Können wir jetzt wieder gehen? Bestimmt war das ein Bär. Ui. Oh, cool. Was? Was ist da? Nimm sie mit. Flinte. Oh, cool. Ja, sag ich. Ein Code. Ja, für den Safe, den wir Girl, can you please stop? Okay.
Fertig. Fragt er nicht, warum sie eine Waffe mitnimmt? Like, oh mein Gott, wenn ich das sehe, habe ich echt Lust, Chips zu essen. Ich habe sogar welche da. Du willst, die Knarre echt behalten, hä? Ja, für Bären. Okay, also ich suche dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Tu das. Wo ist er hin? Boy? Come back. Mann, ey, ich will da nicht hin, aber wir gehen da jetzt einfach hin. Weißt du, nachher werden wir durchs Fenster einfach erschossen. Mein Albtraum. Gut, ist nicht passiert. Oh Mann, ey, ich bin die ganze Zeit so voll. Können wir durch? Sie sieht voll cool aus mit der Knarre, ne? Cooles Mädchen. Coole Frau, du. Coole Frau. Hey, yo. Okay. Das Munition drin. Ah, sehr gut. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Okay, nimm's mit. Okay, du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Hey, ich hab hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp, stopp. Nicht bewegen. Oh Mann. Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Was sind Butter Pops? Nein. Was? Na doch. Ich weiß es nicht. Okay. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Ist das sowas wie Popcorn? Was? Nein. Gar nicht wie Popcorn. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art von Snacks. Weißt du was? Ich hatte die seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh Mann, du wirst sie lieben. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum auf der Tüte? Sie sind noch gut. Oh mein Gott, die sind 20 Jahre alt, okay. Oder? Hey, es heißt mindestens haltbares. Du wirst sie lieben. Oh mein Gott. Okay. I could not. Bei mir würde man so riesige Schweißfläche sehen. Draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. Okay, das ist, wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Ladies first. Danke. Also, und wir müssen damit aber aufpassen, weil irgendwas explodiert. Heftig. Vielleicht das Feuerwerk. Vielleicht ist es gar kein Feuerwerk. Tja, schade. Werden wir sehen. Okay. Das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Pff, okay. Spiel mit dem Feuer. Emma beschloss, die Feuerwerkskörper mitzunehmen. Ja, bin ich gespannt, was da noch passieren wird. Beschädigte Andenken. Die passen zu dem Plakat im Wald. Was macht Chris Hackett damit? Hat er irgendeine Verbindung zu Harem Scarum?
Camp. Campladen. Okay. Cool. Beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Es ist die magische Quelle. Okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts. Ja. Okay. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Anal? Gecheckt? Anal? Du Wortakrobat. Soll nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Ist es auch nicht. Okay, wenn du meinst. Ich mein, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H., ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Naja, bis auf, dass er irgendwie komplett ignoriert hat, was ihm wichtig war. Also es war jetzt auch nicht so wirklich sensibel. Wozu das Gewehr? Chris, Mr. H. meinte, es ist für Bären. Bären? Hier? Ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr, das. Ja. Hä? Lass es doch einfach. Lass es einfach. Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho, most dangerous game-mäßig drauf sind? Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei und die Jagdsaison fängt gerade an. Und? Was wenn, okay, sagen wir mal, was wenn jemand uns umlegen will, im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Ja, total. Also, wir wissen, wo sie ist, nur für den Fall. Na gut, Mann. Also, ich wollte sie jetzt eigentlich schon mitnehmen. Aber okay. Hallo, was ist das? Hörst du das? Ist das eine Falltür? Es wäre typisch. War klar, dass der streng geheime Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja. Ich wette, Mr. H. steht auf richtig schräge Sachen. Ich glaube nicht. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Warum? Geheimer Sex Dungeon. Das ist nicht witzig. Sie führt wahrscheinlich nur in den Keller oder so. Mach doch auf. Und es ist ein Sex Dungeon. Der Schlund der tiefsten Hölle, also. Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Oh Gott. Warum habe ich das gemacht? Ich hasse mich.